Oh mein Gott, okay, eine Stunde mache ich noch und dann ist egal, dann muss ich halt irgendwie so versuchen, mich durchzubeißen. Aber es war jetzt schon ein paar Mal richtig knapp und hätte mich gesagt, an dieser einen Stelle, wo der Laser mich fast getroffen hätte, der Block nicht vorher mich erwischt, dann hätte das, dann wäre das schon das Ende gewesen für mich. Bitte keine Bomben. Was ist das hier? Bomben, Rubine, was weiß ich alles. Aber nur nicht kein Herzchen. Denn es könnte mir helfen. Okay. Okay, gerade bin ich die Treppen runtergegangen, aber ich muss hier runter, denn hier ist ein Schlüsselloch, genau. Komm schon, Herzchen. Sind hier Vasen? Ja. Oder Krüge oder wie man es auch nennen will. Denn unter Krügen sind doch meistens auch Herzchen. Oder Kerne. So. Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Deswegen gehe ich erstmal hier runter. Ja, das war nett. Obwohl, ich mache es trotzdem erstmal hier oben. Da muss ja irgendetwas sein. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Dafür brauche ich auch den Somatia-Stab. Natürlich. Ja. Denn anders wird das nichts. So, kommen diese Blobs wieder? Nein, zum Glück. Also kann ich hier erstmal alles frei machen. Das war easy. Oh nö. Gelb, gelb, blau. Gelb, blau, rot, okay. Gelb. Blau. Rot. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mir den Weg versperrt. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Gelb. So, so, so. Ich glaube, das ist richtig, oder? Nee, es ist falsch. Ach so, rot kommt dahin. So war's. Genau. Und hier ist er! Du erhältst den Somatia-Stab. Setz ihn ein, um Blöcke zu erschaffen. Puh. Also ist es wirklich nicht mehr weit bis zum Boss. Und deswegen würde ich mich eigentlich auch freuen, wenn hier noch ein paar Herzchen irgendwie in der Nähe wären. Aber natürlich ist das nicht so, denn das wäre natürlich viel zu einfach. Und es muss ja immer knapp enden. Jeder Bosskampf muss bei mir knapp enden. Oder überhaupt, alles muss knapp enden bei mir. Noch ein Schlüssel. Wieso das denn? Okay. Und jetzt muss ich die Treppen runter. Das war knapp. Nein, nicht schon wieder. Ich vergesse auch jedes Mal, dass hier diese Typen auf mich lauern. Ich hab die schon bei Link's Awakening gehasst. Und es ist in der Adlerfestung. Da war es auch ganz schön knapp an einer Stelle. Okay, erstmal mache ich die Fledermäuse platt. Hier mache ich das schon mal hin. Damit ich hier rüber kann. Okay, das ist. Das ist nicht so schlimm. No, 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 no. Und hier oben. Ah, da fällt mir ein. Ah, fällt mir ein. Ja. Ja. Ich hab.
was vergessen. Ich habe etwas vergessen. Was? Das werdet ihr gleich sehen. Ich hoffe, dass ich aber jetzt trotzdem schon mal hier lang kann. Das muss einfach so sein. Was finde ich denn hier? Ahaha, das ist witzig, dieses Rätsel. Zuerst muss ich dafür sorgen, dass die auf einer Höhe sind. Dafür muss ich sorgen, dass. So, 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 so. Genau. So. Ja, das war easy. Und noch einen Schlüssel. So viele Schlüssel brauche ich gar nicht eigentlich, aber. Aber es ist schon witzig, dass es hier keine Karte gibt, keinen Kompass. Ist irgendwie seltsam auch. Ein wenig. Ich guck mal auf die Karte. Ja, es soll eine Krone sein. Nichts überstürzen hier. Ah, da hat eine Fledermaus auf mich gewartet. Sehr nett. Und auch ein Herzchen, das ist, das war eine sehr liebe Fledermaus, möchte ich sagen. So, so. Oh Mann, nee, ne? Wisst ihr was? Ich benutze jetzt einfach mal. Oh, falsch. Und schon wieder falsch. Sturmkern. Ich weiß nicht, ob. Nein, es hilft nichts. Fuck off. Fuck off. Obwohl, vielleicht kann ich mit der Flöte kann ich mich da zum Anfang wieder. Ach, ist egal. Obwohl, ne, ich probiere es einmal aus. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg hier. Natürlich nicht, natürlich nicht. Vielleicht mit dem. Ich möchte zum Anfang des Dungeon. Ach, natürlich klappt das nicht. Ärgerlich, das ist monsterärgerlich. Oh, Mann, 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 Mann. Und nur weil ich diesen einen Pinöckel hier nicht nochmal abgeschossen habe. So, danke. Hin und her laufen, das macht so viel Spaß. Das kommt davon, wenn man alles vergisst und einfach drauf losstürmt. Hm.